Ja, werte Mietbartruten, ich finde das interessant, dass jetzt die einen Film über HP Kerkeling gemacht haben. Ne? Also, ich schätze HP Kerkeling wie so fast 60. Ne? Und warum gerade über den? Ist das so ein Superstar? Können die über sonst keinen Film machen? Warum machen die nicht einen Film mit Thomas Gottschalk? Na? Der ist doch berühmt. Warum nicht über Stefan Raab? Ne? Über wen könnte man noch einen Film machen? Also auf jeden Fall Thomas Gottschalk. Wäre das nicht interessant, die Jugend von Thomas Gottschalk? Oder die Jugend von Friedrich Merz? Das wäre ein geiler Film. Ne? Warum gerade HP Kerkeling? Ne? Also das ist doch nicht so ein super... Also ich weiß nicht, warum gerade der so interessant sein soll. Ne? Und ja, mir ist natürlich die Geschichte, dass der also im Ruhrgebiet lebte und, seine Mutter hatte Depression, hat sich umgebracht. Ne? Das ist schon mal ein interessanter Angle, um sich dem Thema zu nähern. Aber um jetzt mal Tacheles zu sprechen, es ist, weil er schwul ist. Ne? Sonst würde dieser Film nicht existieren. Ne? Sie wollen natürlich zeigen, dass so ein super talentierter Junge, der im Ruhrgebiet in den 50er und 60er Jahren aufwächst, dass das sehr, sehr schwer für einen Schwulen ist, wegen der Vorurteile. Ne? Und heute ist es ja viel besser, dass es diese Vorurteile nicht mehr gibt. Ne? Aber was hatten damals die Deutschen für Vorurteile? Ne? Und das steckt den Deutschen noch in den Knochen. Ne? Wollen wir nicht vergessen. Ne? Wir sind ja dieselben Menschen praktisch. Ne? Und damals war es ganz normal, Vorurteile gegen Schwule zu haben. Ne? Und jetzt ist es im Moment nicht so, aber wir wollen ja nicht, dass solche Zeiten wieder, so finstere Zeiten wiederkommen. Ne? Also diese Künstler und Kunstschaffende, da ist praktisch alles ideologisch. Ne? Na, die müssen ja aus 1000 Töpfen, wer wird so ein Film finanziert? Ne? Das ist ein Film, der wirklich finanziert wird von allen. Ne? Filmförderung, NRW, Ministerium, bla. Ich kann mir gar nicht vorstellen, aus wie vielen Töpfen dieser Film. Ne? Und ich finde es auch künstlerisch sehr zweifelhaft, dass da ein 10-jähriger Schauspieler einen 10-jährigen Menschen darstellen soll, der in den 50er Jahren gelebt hat. Ne? Also das halte ich ja künstlerisch für sehr fraglich. Das ist das anderes Thema. Diese Bullen, die haben rechtsextreme Sprüche gemacht. Oh, diese Bullen in Frankfurt oder Hessen. Rechtsextreme Chats. Ne? Die haben sogar Volksverhetzung begangen dabei, ne? Ne? Bloß niemand zitiert sie, ne? Das ist auch wirklich ein Journalismus, ne? Aber sie haben ja auch eine Drohung gemacht, unterzeichnet mit NSU 2.0, ne? Okay, das wäre wirklich justiziabel, ne? Das ist das ist klar illegal natürlich eine Drohung, ne? Und wenn ich jetzt jemanden einen Brief schreiben würde, pass bloß auf, dass dir nichts passiert. Freundliche Grüße NSU 2.0. Dann wäre das auf jeden Fall justiziabel. Ne? Das könnte zu Recht meines Erachtens als Drohung interpretiert werden. Und das ist strafrechtlich relevant. Ne? Aber diese Berichterstattung ist gar nicht so sicher, dass das überhaupt dieselben waren. Ne? Ne? Ich habe das Gefühl, die Journalisten vermengen da zwei Fälle. Ne? Es gab da diese Drohung und die Volksverhetzung. Ganz davon abgesehen, es ist ja auch keine Volksverhetzung, wenn es in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe passiert, soweit ich weiß. Ne? Volksverhetzung ist ja per Definition im Öffentlichen. Das ist nämlich auch noch ein ganz anderer interessanter Punkt. Ne? Wo fängt das Öffentliche an? Ne? Na, also eine E-Mail ist ja wirklich nicht öffentlich, ne? Aber wenn ich jetzt meine E-Mail an 20 Leute schicke, eine Massen-E-Mail, dann ist es vielleicht öffentlich, ne? Aber Volksverhetzung kann auf keinen Fall das sein, was im Privaten gesagt wird, ne?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Ich kann mich immer irren. Ne? Ja, also da, das ist wirklich, ne? Also die Bullen müssen ja wohl gerade die sein, die das kapieren, dass das mit der Überfremdung nichts ist. Ne? Also wenn die Bullen das nicht kapieren, ja. Ja, auf BI News habe ich jetzt ja auch über diesen Hilferuf gelesen, dass 50 Sozialarbeiter und so Sprachlehrer und so und Flüchtlingshelfer sagen, das geht nicht mehr. Wir sind zwar nicht rechts und keine Nazis, aber wir müssen sagen, das geht nicht mehr. Und interessant, die Fälle, die die dann so auflisten, also dass du gibst den Asylbewerbern ein Fahrrad, dann verkaufen die es und verlangen ein neues Fahrrad. Ne? Und solche Sachen, ne? Da kann man nur sagen, dass die passen einfach nicht zu uns. Ne? Also, stell dir vor, du bist irgendwo, wo du ein Fahrrad benutzen kannst. Ne? Und dann verkaufst du das Fahrrad. Ne? Also, ne? So gesehen, ich habe auch das Recht, hier diesen Raum zu besuchen. Ne? Ich könnte auch hier diesen Stuhl verkaufen auf eBay. Ich könnte diesen Tisch verkaufen. Ich könnte diese Lampen sogar echt verkaufen an Sammler, ne? Und diesen Heizkörper. Ne? Ich denke, der ein oder andere Sammler, der sich für Klausnitzer Vintage Heizkörper interessiert, der ist jetzt moderner. Ne? Ne? Aber der ist hier nicht modern. Ne? Und ich könnte den auch auf eBay verkaufen, so an. Ne? Ne? Also, es ist echt Klausnitz. Klausnitz. Da drüben ist ja unser Holocaust-Museum, nur das zur Orientierung. Das ist die Dauerausstellung über den Holocaust. Ich bin jetzt hier in einem Raum, der nichts mit dem Holocaust-Mahnmal zu tun hat. Ne? Das ist hier ein ganz anderer Raum. Ja, und also dieser Gedanke kommt unser einem überhaupt nicht. Ne? Wir haben eine ganz andere Ethik, ne? Um das mal klar zu benennen. Ne? Unsere ethisch-moralischen Werte sind einfach mit denen nicht kompatibel. Ne? Ja, ne? So sieht das aus.